Bevor Corona die Welt verändert hat, haben wir sie besucht. Die Germans im Ausland. Knapp 300.000 Deutsche machen sich jährlich auf und davon und kehren ihrer Heimat den Rücken. Wo andere Urlaub machen, beginnen sie ein neues Leben und starten eine Karriere unter Palmen. In Miami Beach verkauft Makler Marius Luxusimmobilien an die Reichen und Schönen. Und das mit Erfolg. Wenn man hart arbeitet und es ein paar Jahre lang durchsteht, dann kann man sich den Traum hier schon schaffen. Und in L.A. legt Schauspielerin Sarah den Rodeo-Drive lahm. Bleiben die dann einfach stehen und gucken zu, während du Fotos schießt und jubeln und rufen und so. In Deutschland, da würden sie dich aus dem Auto aus anschreien, so, hey, bist du nur ganz normal und so. Hier nicht, hier finden die das cool. Sie alle leben ihr ganz eigenes Projekt Sunshine. Miami Beach, die Inselzunge im südlichen Florida. Vor der Corona-Krise Touristen-Hotspot und Partymeile. Doch unzählige Urlauber können der Sonne Floridas nicht widerstehen und bleiben. So wie der deutsche Immobilienmakler Marius Koller. Er hat sich vor knapp 20 Jahren in Miami verliebt. Wir haben ihn kurz vor der Pandemie besucht. Es gibt nicht viele Plätze in der Welt, wo du einen Strand hast, wo du Sonnenschein hast, wo du internationale Sprache wie Englisch sprechen kannst. Und auch das Gefühl von Sicherheit hat. Miami ist sicher und Miami ist auch nicht wirklich Amerika. Es ist mehr, es hat einen südamerikanischen Flair. 60% unserer Käufer sind eigentlich aus dem Ausland. Wir haben viele Kunden von Italien, Deutschland, Frankreich und England auch. Und ich fühle mich so ein bisschen wie in Europa, unter Palmen. Hier arbeitet Marius nach wie vor als Makler. Und das mit Erfolg. Denn trotz Corona boomt der Immobilienmarkt besonders in Miami Beach. Pro Jahr werden bis zu 20.000 neue Wohnungen gebaut. Marius lebt seit knapp 20 Jahren hier und hat den Miami-Lifestyle komplett übernommen. Gerade nachdem man hier natürlich ein paar Jahre lang gelebt hat und sich angleicht, wird man natürlich selber auch relaxter. Also man nimmt alles ein bisschen gelassener an und entspannter, was auch ganz angenehm ist. Kommt auch auf die Kunden rüber, die wollen ja nicht herkommen, um gestresst zu werden, sondern die sehen das natürlich auch hier als die Möglichkeit, ihre Zweitwohnung oder ihr zweites Haus oder drittes oder viertes zu haben. Und gestresst werden wollen die auf alle Fälle nicht mehr. Der 52-Jährige hat sich auf den Bereich der Luxusimmobilien spezialisiert. Und genauso ist auch seine erste Kundin des Tages. Speziell und luxuriös. Für mich muss es einfach nur passen, der Preis spielt keine Rolle. Wenn es nur das richtige Objekt ist und ich mich wirklich darin verliebe. Aber ich brauche Auswahl. Wir Frauen lieben Auswahl, vor allem wenn Geld keine Rolle spielt. Dann möchte ich die schönsten Immobilien sehen. Für die Produzenten-Ehefrau Jackie greift Marius tief in die Makler-Trickkiste und präsentiert ihr eine der begehrtesten Wohnungen in Miami Beach. Das Penthouse im Luxushotel W. Willkommen im W Hotel. Ich liebe das W, lass es uns tun. Und es fühlt sich auch nicht wie ein Hotelzimmer an. In Miami ist es ganz normal, dass Hotelsuiten zum Verkauf angeboten werden. Der Vorteil, man lebt in seiner eigenen Wohnung und kann die Annehmlichkeiten des Hotels in Anspruch nehmen. Aber das kostet. Wir sind direkt am Strand. Das W Hotel ist ein 5-Star-Hotel mit fantastischem Service. Asking Price hier ist 11,5 Millionen, das sind 2647 Square Feet, 3 Schlafzimmer, 3 Bäder und hat ein fantastisches Rooftop. Das entspricht übrigens knapp 250 Quadratmetern und die Dachterrasse ist noch nicht mit eingerechnet. Die präsentiert Marius natürlich erst jetzt, ganz nach dem Motto, das Beste zum Schluss. Wow. Oh mein Gott, das hatte ich nicht erwartet. Das ist großartig. Marius, gut gemacht. Knapp 10 Millionen Euro kostet das Penthouse. Sollte sich Jackie für den Kauf entscheiden, würde Marius mal eben 95.000 Euro Provision einstreichen. Kein schlechter Stundenlohn. Wir bleiben in warmen Gefilden und ziehen nach Los Angeles. Knapp 4 Millionen Menschen leben hier. Tausende zieht es jedes Jahr mit großen Träumen in die Entertainment-Metropole. So wie Sarah Dastiani. Sie ist seit 6 Jahren in Hollywood und weiß, dass es seine ganz eigenen Regeln hat. Es ist halt wirklich alles teuer hier. Und um mithalten zu können, musst du halt entsprechend aussehen und
entsprechende Leute kennen und überall reinkommen können und so weiter und so fort. Und dann ist es halt so, warum sollten sie was für dich tun, wenn du nichts für sie tun kannst? Es ist wie so ein Geben und Nehmen. Und ich mache halt Werbung. Und dafür bin ich dann halt für die auch interessant genug. Und ich muss mich halt natürlich herrichten, entsprechend gut aussehen. Dann sieht das Ganze attraktiv aus, dann hast du einen Wert. Und dieser Wert berechnet sich ganz einfach. Follower ist hier die neue Währung. Das Verkaufen der schönen Welt auf Instagram ist Sarahs Job. Und das ist tatsächlich anstrengend. Auf Social Media sieht es ja so aus, als wäre der Hustle weniger aufgrund dessen, dass ich ja so viele schöne Bilder kreiere. Aber das ist ja mein Hustle zum Hustle. Du rennst jeden Tag rum, arbeitest 12 Stunden und für die anderen sieht es halt einfach aus, ah, sie lebt das schöne Leben. Und das ist auch gut so, weil das ist das, was man verkauft. Das wollen die Leute sehen. Keiner will hören, du bist depressiv zu Hause und fühlst dich einsam. Sarah kommt gebürtig aus Stuttgart. Ihr Traum war es schon immer, in Amerika Karriere zu machen. Vor 6 Jahren geht sie schließlich nach Los Angeles und studiert Schauspiel. Um Geld zu verdienen, modelt sie nebenbei und entdeckt Social Media für sich. Seitdem ist Sarah 24/7 online. Man lebt mit dem Telefon. Dadurch mache ich Geld. Dieses Telefon ist einfach mittlerweile so wichtig. Ich weiß, verrückt, aber das ist leider die Welt, in der wir heute leben. Und hier vor allem ist sowieso ganz schlimm. In Deutschland sind dann so alle so, hey, wir sind jetzt essen, kannst du bitte dein Telefon wegtun? Und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier in ein Restaurant reingehst oder in ein Café und da sitzen Menschen da entweder ohne Laptop oder Handy. Das gibt es hier einfach nicht. Zurück nach Miami zum Makler Marius. Wir treffen den gebürtigen Münchner vor der Pandemie, wo sein Geschäft mit Luxusimmobilien boomt. Seine German Efficiency hilft ihm dabei. Viele meiner Kunden wissen zu schätzen, dass ich Deutsche bin, weil die damit immer Qualität, Pünktlichkeit und ein bisschen Ehrlichkeit auch mitbekommen. Also die sind schon davon angetan, ah, du bist Deutscher, dann weiß ich, du bist normalerweise zeitlich und ich weiß, dass ich dann einen guten Service rausbekomme. Dieses Objekt in Miami möchte er vermitteln und zwar an die deutsche Sarah Kern. Die Münchnerin wurde durch ihre Ehe und Scheidung mit dem Designer Otto Kern berühmt. Danach machte sie durch den Rosenkrieg mit ihrem zweiten Ehemann Schlagzeilen. Mittlerweile lebt die 53-Jährige zwar auf Malta, ist aber nach wie vor ein Miami-Fan. Daher kann sie sich einen zweiten Wohnsitz hier gut vorstellen. Also ich habe auch viele Häuser hier gesehen, aber dass man direkt hier am Wasser ist mit dem Fuß, das ist natürlich irre, ne? Das ist toll, ja. Infinity Pool mit dabei. Kannst du hier sehen, ein bisschen entertainen, Freunde. Der Haber arbeitet ein bisschen abspannen, oder? Ja, ich sehe uns schon hier, Tina Etienne. Ja, genau. Uff da. Eine Poolparty schmeißen, die dann später eine Hausparty wird. Very nice, ja. Nice ist auch das Innenleben der Villa. 2 Wohnzimmer, 6 Schlafzimmer, 4 Bäder, Riesenküche. Und als Highlight eine 60 Quadratmeter große Dachterrasse. Ein schönes Fleckchen als Zweitwohnsitz. Ich möchte jetzt auch nicht so angeberisch wie so ein Luxus-Vibe da stehen, die irgendwas geschenkt bekommen haben. Ich habe nichts geschenkt bekommen im Leben. Und wenn man sich selber solche Ziele steckt, und dann finde ich das auch legitim, sich dann über Luxus zu freuen. In Amerika kennt man Gott sei Dank keinen Neid. Das ist mit einer der Gründe, warum ich ganz gerne hier hin möchte. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass man hier einfach noch nett belächelt wird und sich jeder mitfreut, wenn es einem gut geht. Und deswegen fällt es mir hier leichter, große Ziele zu stecken, sich darüber zu freuen. Weil der andere freut sich mit. Das ist doch herrlich. Das kennt man in Deutschland nicht. Nach 1 Stunde ist die Villa besichtigt. Jetzt geht es ans Eingemachte, das Finanzielle. Sarah überlegt, das Haus erstmal zu mieten. Ja, das ist natürlich jetzt hier, was kostet der Bunker hier? Das ist natürlich Wahnsinns-High-Level-Geschichte. Ich meine, erstmal, ich glaube, die Aussicht ist erstmal unbezahlbar. Völlig richtig. Guck, aber natürlich fängt schon so an, damit ich dann beim Schlucken besser klarkomme. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du hier gerne ein paar Tage verbringen willst. Und natürlich ist das Haus auch zum Kaufen für 29,7 Millionen Dollar. Yep. Das war das so, ja. Das kosten die hier einfach. Aber vielleicht, wenn ich das hier auch mal mieten könnte, bin ich ja erstmal sehr zufrieden. Genau, so verbleiben wir. Finde ich schön. Den Preis dafür bestimmt der Eigentümer. Marius arbeitet trotz Corona noch als Makler. Miami ist beliebt wie nie, als hätte er es damals schon gewusst. Und so geht's weiter. Influencer-Profi Sarah macht in Los Angeles einen Mega-Deal. Damit kann ich zu Events fahren, Fotos schießen und ich bekomme immer ein anderes Fahrzeug. Und gestern so, ja, willst du lieber ein Lambo oder ein Maybach? Ich so,
Maybach? Und des Deutschen liebste Insel Malle ist die neue Heimat für Ronja. Deutschland kennt man ja alle mit so einem Gesicht. Und hier ist es einfach so, ja, hola, hola und alle freundlich. Und kannst sagen, nach der Arbeit gehe ich zum Strand, andere gehen Abendessen und ins Bett. Morgen bei Projekt Sunshine.